Hallo, hier ist der Matthias von netnews.de und ich habe ein Testgerät bekommen von der Firma Simac. Das ist der Gigabyte Booktop M1022, steht da drauf. Ist schon ein bisschen länger auf dem Markt, allerdings nicht an jeder Ecke erhältlich offensichtlich. Mal ganz kurz zu den Spezifikationen, bevor wir dann zu den Besonderheiten des Geräts kommen, die durchaus vorhanden sind. Stammleser wissen das wahrscheinlich. 10 Zoll Bildschirm mit 1024x600 Auflösung, das ist normal für Netbooks. Der Intel Atom N270 CPU ist drin, 1,6 GHz Taktfrequenz, 1 GB RAM, wie gehabt, 160 GB Festplatte, deutsches Keyboard natürlich. DraftN WLAN ist eingebaut, also schon die neueste Variante. Bluetooth ist vorhanden, Windows XP Home ist aufgespielt. Und wie gesagt, hat das Gerät auch eine Besonderheit. Nämlich diese Docking Station, hier vorne steht es nochmal drauf, so dass man das besonders gut halt an den Rechner bzw. Bildschirm anschließen kann und ja, eine Station halt draus machen kann, einen stationären Rechner draus bauen kann. Und dann schauen wir, was Gigabyte uns hier liefert. Karton im Karton. Erstmal so, hier nochmal geöffnet. Den lassen wir mal zu Werbezwecken im Hintergrund stehen. War ja schließlich gesponsert. Und schauen wir mal, was drin ist. Ich hoffe, ihr könnt das alles so sehen. So, da kommt uns zuerst mal direkt der Computer entgegen. Und packen wir den auch direkt mal raus. Das Gigabyte Booktop M1022. So sieht es aus. Von vorne. Schick weiß mit schwarzem Boden. So, hier muss man zuhalten, den Key. Hier ist eine Möglichkeit, den Arbeitsspeicher aufzurüsten. Hier drunter wird die Festplatte verbaut sein. Und das schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Das wird ein WLAN-Modul sein, das man austauschen kann, eventuell gegen ein UMTS-Modul. Das hier, na, ich bin nicht ganz sicher. Das sehen wir mal, wenn der Akku drankommt, wie das aussieht. Ja, ist mal ein schönes Modell. Hier sind drei USB-Anschlüsse auf einer Seite, neben dem Cardreader. Oder nein? Express-Card-Slot, noch besser, und oben drüber der Card-Reader. Alles sehr schön eng beieinander, nett. Ah ja, da kommt er, so, Express-Card-Slot. Da kann man UMTS nachrüsten. Ja, wie gesagt, Card-Reader, dreimal USB, Internet auch daneben auf einer Seite und noch der Netzanschluss auf einer Seite haben wir den VGA-Anschluss. Und hier, achso, den Anschluss für die Docking Station, die finden wir jetzt gleich wahrscheinlich im Karton. Erstmal ganz schick hier mit dem Silbernen an der Seite und so weiter. Ich hoffe, ihr seht das gut. Schauen wir mal, was noch im Karton ist. Erstmal eine Tasche. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus auf den ersten Blick. Und die ist offensichtlich auch gefüllt mit einigen Sachen. Ganz schlau gemacht von Gigabyte. Ja, das Zubehör in die Tasche direkt reinzupacken. So, hässlich finde ich sie nicht. Hier vorne ist ein Reißverschlussfach. Reißverschlüsse. Ohne Ende. Schauen wir mal, was drin ist. So, hier die Treiber-CD, dann ist hier noch offensichtlich die Windows-CD drin, wenn mich nicht alles täuscht, und natürlich eine Bedienungsanleitung. Und nochmal kurz rein. Also eine Treiber-CD, Service-Garantie, das verstehe ich noch nicht ganz.
Das sind offensichtlich Werbepostkarten oder sowas. Na ja. So, dann nochmal eine Installationsanleitung. Ja, und das war's. Das Windows bzw. das System wird von der versteckten Partition wiederhergestellt. Hier haben wir den Akku und hier ein Netzteil. Für die, die es interessiert, das Netzteil hat 12 Volt, 3 Ampere Output. Eben ein Netzteil. So, wie gesagt, Tasche finde ich eigentlich ganz schön. Und schauen wir mal kurz, was da noch bei ist. Natürlich die Dockingstation. Einmal ein Stromkabel. Zweiadrig, wie ich das gehört. Oh, die ist ja richtig schwer. Habe ich hier eine. Obwohl Metallfuß oder so. Schauen wir mal da rein. Ah, Glasfuß. Ja, schick, sieht super aus. Gibt's gar nichts. Ja, Karton ist leer. So, wollen wir noch weg tun. Ja, hier wie gesagt der, oder habe ich noch nicht gesagt, aber hier ist der Docking-Anschluss, der halt hier auf der anderen Seite das Netbook passt und mit dem man dann ja, das Gerät als stationäres Gerät auch stationären Computer einsetzen kann. Mit An- und Ausschalter, Batterieanzeige offensichtlich, noch ein Ethernet-Anschluss, zweimal USB, dreimal USB. Der braucht offensichtlich auch einen eigenen Powershub, beziehungsweise das Gerät wird wohl, ja, kann man darüber laden, den Rechner, und natürlich nochmal VGA-Ausgang. Da nochmal den Akku dran. Der Akku ist schwarz, was nicht so ganz gut zum Gerät passt, finde ich. Aber egal. Der Akku ist eine Lithium-Ionen-Batterie mit 7,4 Volt, 7800 mAh. Schon ganz in Ordnung. 57,7 Wattstunden. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob da schon, ne, ich glaube, da ist nichts vorbereitet, das ist wohl vorbereitet für ein UMTS-Modul, aber noch nicht wirklich vorhanden. Ich gucke nochmal in der Beschreibung nach und finde das dann später raus. So, der Akku passt sich gut ein, schön flach da drin, macht das Ganze aber ordentlich schwerer. Gut, dafür ist er aber auch ein ziemlich dicker Akku, der eigentlich recht lange halten sollte. Da bin ich mal gespannt, wie lange er den wirklich hält. Und dann wollen wir das Ganze natürlich auch nochmal von innen sehen. Das ist ein sehr edles Läppchen hier. Da kann man wahrscheinlich das Ganze auch noch mit putzen. Nochmal hier reingucken. Die Tastatur ist relativ groß, finde ich. Glossy Bildschirm ist natürlich total nervig wieder. Jeder sieht meine unaufgeräumte Wohnung, dass ich keine Lampe an der Decke habe. Wie dem auch sei, sieht er eigentlich ganz schön aus und ist aber trotzdem ein ganz normales Netbook natürlich. Ich werde jetzt vor allen Dingen hauptsächlich diese Dockingstation mal ausprobieren, weil mir das Prinzip schon eigentlich ganz gut gefällt. Zack, steht auch sehr sicher drin, kann man nichts sagen. Super. Also, schließe ich den mal. Ich versuche mal hochzufahren, vielleicht ist da ein bisschen Saft drauf. Ja, gut aus. Ja, da wird mir jetzt angeboten, halt zum Beispiel eine Wiederherstellung zu machen. Das mache ich natürlich nicht, sondern ich will einfach mal den Windows-Start sehen.